Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich kann mich den anderen Rezensionen hier nicht anschließen. Ich bin mit dem Gerät soweit zufrieden und er macht genau das, was ich erwartet habe. Für 300, im Supermarkt gekauft, weil ein 1080p bei 40 mir für den Preis äußerst günstig erschienen. Warum der Fernseher hier so teuer ist, weiß ich auch nicht, also für den Preis kann ich ihn nicht empfehlen, aber für unter 300 ist das, was er mitbringt, echt ordentlich. Ich gehe mal nacheinander auf die wichtigsten Sachen, die andere hier bemängeln. Abseits vom Bild ein Doppelpunkt plus Internet über LAN funktioniert, aber ganz ehrlich, wozu überhaupt Internet am Fernseher? Die Leute, die sich über fehlendes WLAN beschweren, kann ich nicht verstehen. Wozu brauche ich an einem Gerät, das ich nicht mit mir rumtrage, überhaupt WLAN? Fragezeichen plus das Umschalten funktioniert bei mir ohne Probleme ein bisschen mehr als eine Sekunde, Lautstärke sogar noch schneller. Wie gestresst sind denn bitte alle beim Fernsehen, wenn der Sender nicht sofort wechselt? Für mich wären sogar 5 Sekunden bis zum Wechseln noch okay. Chillt alle mal. Plus das Warmwerden nach dem Anschalten ist anscheinend auch zu stressig. Dann holt euch in der Zeit was zu knabbern und der Fernseher läuft, wenn ihr wieder da seid. Ich zitiere, chillt allemal. Plus mir ist der Fernseher noch nie abgestürzt und ich finde, der TV rennt fast schon durch die Menüs. Plus Amazon Prime kann man übrigens ganz entspannt runterladen, dauerte bei mir mit Suchen und Anmelden 2 Minuten. Nun zum Bild und zum Ton. Standardtonqualität für einen Fernseher, aber wer darauf Wert legt hat oder holt sich eh ein Soundsystem. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.